Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Cool. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier um 4.45 Uhr morgens zu einer weiteren Runde Skyrim. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock drauf wie ich, denn wir legen jetzt hier los. Auch diesmal habe ich coole Hinweise bekommen, wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich hier bei Verschiedenes einen Auftrag annehme, auch hier bei Verschiedenes einmal raufdrücken muss. Dann wird es mir auch auf der Karte angezeigt. Danke für diesen Hinweis. Achso, nee, ich dachte, wir, das, nee, wie heißt er hier? Avenici oder so. Wir wollten ja, das ist für mich graus hier. Wir wollten ja in dieser Folge mal ein bisschen mit den Khajiit reden. Jetzt hat mich das Spiel gerade verarscht. Ja, nehmt's mir nicht übel, es ist, wie gesagt, kurz vor 5 Uhr morgens. Ich bin ein bisschen durch den Wind heute, denn es war eine kurze Nacht, eine wirklich kurze Nacht. Aber das gehört ja alles nicht hin. Alles in Ordnung? Ja, ist alles super. Ich bin bloß müde, habe ich gerade erzählt. Wie gesagt, wir wollten jetzt mal gucken, was es mit den Khajiit auf sich hat, die da vor der Stadt hausen müssen anscheinend. Absurd. Denn die, ja, in der Stadt hier sehen wir ja keine Khajiit, beziehungsweise, also ich habe jetzt bis jetzt keine Khajiit hier in der Stadt gesehen. Mal gucken. Er ist da immer noch am Feiern seines Gottes. Ich bin echt gespannt, was es damit auf sich hat. Warum die so ausgegrenzt werden? Denn ich kenne ja die Khajiit noch als, ja, Händlerkarawanen. Und wir hatten ja auch eigentlich hier gehört, dass es Händlerkarawanen sind. Seltsam ein bisschen. Fürchtet euch nicht! So, wir nehmen wieder den kurzen Weg. Vielleicht können wir denen ja da draußen helfen. Ich habe ja immer so ein Helfer-Syndrom. Wir quatschen mal mit ihm hier. Ja? Hallo. Der warme Sand von Elsweyr ist weit von hier entfernt. Da sagst du was. Warum verkauft ihr eure Waren in Himmelsrand? Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Mhm. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Wie gesagt, die Khajiit eigentlich immer Händler gewesen in den ganzen Elder Scrolls Teilen. Und er anscheinend auch mit seinen Leuten hier auf Profit aus. Ich bin neugierig auf euer Heimatland, was auch so ein Ding ist, was ich extrem feiern würde. Bethesda, wenn ihr mich hört, bitte, 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 ich will unbedingt das nächste The Elder Scrolls in der Heimatland, im Heimatland der Khajiit. Die Khajiit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Cyrodiil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Cool. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Na, und wenn er das erzählt, dann bekomme ich direkt ein bisschen Fernweh. Boah, sagt man nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ich hätte da voll Bock drauf, wie sieht's denn bei euch aus? So eine Wüstenlandschaft mit zugeschütteten Städten und Ruinen. Total cool. So, wir können noch gucken, was er verkauft. Werft einen Blick darauf. Machen wir. Oh, der verkauft quasi alles. Holzschwert. Ich glaube, Holzschwert kam hinzu,
mit dem Hearthstone-DLC, wo man da quasi ein Haus bauen kann und auch Kinder adoptieren kann. Schaden 14, der Bogen. Schon nicht schlecht, vielleicht hat der irgendwie eine Lederrobe für uns. Nee. Nee. Eine schwarze Robe, das ist auch nicht das, was wir brauchen. Hat der vielleicht ein paar Zaubertrank der geringen kleine Heilung? Und Krankheitsheilung, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Später ganz, ganz wichtig auch für uns. So. Hier noch irgendwas loswerden? Bügeleisen ist ja auch schön. Hier ist alles nur noch so random Stuff. Kinderpuppe. Das Coole ist aber, wenn der alles verkauft, dann kauft er auch alles. Heißt für uns, wir können hier ordentlich abladen. Wenn er denn nur ein bisschen Geld hat, er ja auch. Nebenbei leveln wir auch so ein bisschen. Die Drachenknochen. Komm, die verkaufen wir jetzt einfach. Zur Not können wir einfach ein paar Drachen schlachten. Hundefleisch. Wie gesagt, jetzt kommt unsere Zeit. Jetzt können wir ordentlich hier verkaufen, kriegen ordentlich Geld rein. Ring der geringen Magika können wir eigentlich mal anlegen. Rolle der Harmonie, Rolle des Feuerballs. Ach, shit. Schwaches Gift der Entzürnung. Ich bin nicht so der Giftmensch. Klingt auch seltsam. Silberhalskette. Silberring, das war's. Mehr kann er uns jetzt erstmal nicht abkaufen, es sei denn, wir kaufen noch irgendwas. Von ihm. Vielleicht nochmal bei Zaubertränken gucken. Skooma? Nee. Nee. Vielleicht irgendwelche magischen Schmuckstücke? Hatte der da was? Ich hab nicht drauf geachtet so richtig. Nee. Hat er nicht? Gut, dankeschön. Wollt euer Weg euch zu warmen Wüsten führen? Euch auch. Ja, so schlecht scheint's denn hier also gar nicht zu gehen. Ich frag mich trotzdem, warum die hier... Werkzeuge waren... Warum die hier draußen sind. Alles zu einem Gut. Das Glück lächelt auf dieses Treffen herab. Wenn du es sagst. Hier an dieses ganze Gerede von den Drachen? Könnten die großen Alten wirklich zurückgekehrt? Irgendwas war ja auch hier, mit einem kleinen Zwist zwischen den... Weißbärten? Nee, die Kraftgeborenen oder... Oh Gott, jetzt bringe ich die ganzen Namen durcheinander. Ich glaube, die Großgeborenen und. Übrigens ist mir gestern noch beim... Oder war das gestern? Ja, gestern beim Rendern der Folge ist mir was aufgefallen. Und zwar haben wir hier den Pelagierhof, eine Windmühle und da die Stelle von Weißlauf. Und... Da kreuzen sich auch die Wege und lustigerweise, wenn wir jetzt uns nochmal unseren Brief angucken, den wir haben, unsere Schatzkarte, ne, wenn wir mal genau hingucken, ich habe jetzt leider hier keinen Mauszeiger, aber wenn wir den oberen Teil angucken, dann haben wir quasi auch Stelle, WR steht für White Run, denke ich mal, denn wir haben ja schon mitbekommen, dass hier die ganzen Sachen natürlich nicht übersetzt sind, Weißlauf heißt im Englischen White Run. Und ich denke, das ist es. Das heißt also, von der Mühle, so im Halbbogen, also die Stelle im Rücken, leicht schräg rechts hoch. Sieht man ja auch, am Rücken der Mühle, oben auf dem Felsvorsprung. Und genau da gehen wir jetzt einfach mal hin. So, müssen wir bloß noch gucken. Ich denke, das ist die Mühle hier. Dann muss es da oben irgendwo sein. Bin ja echt ein bisschen gespannt jetzt. So, jetzt gucken. Hier sind überall Felsvorsprünge. Aber der da sieht, das sieht ein bisschen so
Oder? Hier irgendwo muss ja so ein Weg hochgehen. Denke ich jedenfalls. Hier schon mal nicht. Ich denke, das ist da oben. Müssen wir bloß noch gucken, wie wir da hochkommen. Nicht runterspringen. Das ist das Ding da oben. Oder? Wie sollen wir denn da? Nee, wir sind hier zu weit ab vom Schuss, würde ich sagen. Oder? Leute, ich bin jetzt ein bisschen... Warte mal, wir gucken noch mal. Ich finde das total spannend. Ist für euch vielleicht blöd? Ja, oben drauf. Aber hier ist ja nichts. Hier ist ja nichts. Aber es ist 100 Pro hier diese Mühle. Oder? Es muss ja diese Mühle sein. So, guck mal. Von da ungefähr ist das Bild gemacht. Dann ist es da oben. Das zeigt uns an, wir sollen irgendwie hier lang. Da geht's hoch, ne? Haben eigentlich schon beide Dolche ausgerüstet? Ne, noch nicht. Da willst du wohl da hochgehen? Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, wir laufen bestimmt ganz falsch hier. Boah, Leute. Ich würde sagen, ich schneide euch das zusammen. Ich suche jetzt hier weiter, bis ich das gefunden habe. Und wenn ich da bin, dann melde ich mich wieder. Beziehungsweise, nee, ich spule das hier einfach vor. Es sei denn, wir finden es direkt. Ist das? Ist es das? Das sieht doch aber niemals so aus wie auf der Karte. Wollen die sind ein bisschen weiter oben, als das auf der Karte irgendwie auch nur angedacht war. Ich bin leicht verwirrt, vielleicht merkt man das. So, Waffen. Mal gucken. Haut das jetzt hin mit den Waffen? Bogen. Schwert. Und da will er dann... Da will er dann nicht mehr. Das machen wir so.
Dann nimmt er die beiden raus. Zack. Alles klar, so passt das doch. Na. Leute, Leute, Leute. Strange Folge, vor allen Dingen um die Uhrzeit, da komme ich gar nicht drauf klar hier. War das das jetzt? Ich meine, so krass war es jetzt auch nicht, was wir da drin gefunden haben. Also jetzt nicht so, dass ich sage, okay, toller Schatz. Da hätte ich doch eher gedacht, hier der Vorsprung, ne? Da. Weil das ist auch bedeutend schwerer, da ranzukommen. Finde ich jedenfalls. Aber hier ist nix. Immer ein komisches Geräusch einfach. Ich hätte echt gesagt, das ist hier oben. Das ist auch der einzige Vorsprung, der so aussieht. Naja. Unsere erste Schatzsuche. Bin ein bisschen enttäuscht. Nicht von dem Spiel, sondern einfach aufgrund davon, dass es hier nicht so cool was zu finden gab. So, und beim nächsten Mal schauen wir uns mehr an hier. Pelagierhof. Was das hier alles so noch auf sich hat. Oder wir gehen ein bisschen mit der Hauptstory weiter. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr lieber sehen wollt. Dass wir uns hier noch ein paar Nebenquests suchen. Oder... oder wollen wir... Ach, guck mal, Festung Waldheim. Kenne ich gar nicht. Dann machen wir das als nächstes, Leute. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an meinen Rumgefehle hier. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Festung Waldheim. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, macht's gut. Ich gehe jetzt pennen. Was für ein toller Schatz. Yay!